Thorsten, hallo, ich bin unterwegs zum Adventure Camping. Reden wir nicht lange rum. Ich würde sagen, los geht's. Richtig was los heute, dass wir eine Menge aufbauen und ich habe richtig Bock. Alter, noch gar nichts gemacht, schon am Schwitzen. Das Ding steht. Problem ist das Einfädeln mit den Stangen. Das nervt ein bisschen, die bleiben oft hängen, weil die Kanten hier nicht abgeklettet sind. So, erstmal rein in die gute Stube. Ja, schaut doch ganz gut aus. Schön heiß hier drin. Kann man aufmachen. Das aufmachen. Gut, dann jetzt gehe ich erstmal zum Wasser holen mit dem Kanister hier. So, und jetzt wieder zurück das Ei. Leute, ich habe gar keinen Bock, das Tarp aufzubauen. Es steht schon alles, aber ich wollte schon immer probieren, ob die Brücke da drüber funktioniert. Von Tarp auf das. Wenn es regnet, dass ich rüber kann trocken. Ah, scheiß drauf, rein das Ding. Ah, es könnte funktionieren. Alter, ist das eine wilde Konstruktion. Schaut euch das mal an. Also da hängt das halbe Tarp drüber, also zur Hälfte von dem Ding. Alles klar, mir ist schon bewusst, wenn es regnet, dass es hier reinläuft. Ja, das hätte ich noch ein bisschen besser machen können. Hier die Solaranlage passt perfekt. Der Aufenthaltsbereich, endlich mal alles drinnen. Ja, warum ich das mit dem Aufenthaltszelt so gewählt habe, ist, wenn man auf dem Campingplatz ist, 2 Tage oder länger, dann wird es unangenehm, wenn man erstmal ständig zum Auto muss, um irgendwas zu holen. Du brauchst ein bisschen Privatsphäre, so ein bisschen Platz für dich, wie beim normalen Zelt. Da hat man eben ein Vorzelt, da kann man reinsitzen oder drin sitzen und hat ein bisschen so seine Ruhe. Hier ist auch blickdicht quasi auf der Seite und deswegen finde ich das optimal. Und jetzt mache ich mir endlich, es ist schon 3 oder 3:15, ich habe noch nichts gegessen, noch keinen Kaffee gehabt. Jetzt gibt's erstmal Kaffee. So. Alter, was für ein Palast. Sowas habe ich noch nie aufgebaut, Leute. So viel Zeug und so. Das ist jetzt Premiere und ja, eigentlich auch nur ein Test, weil schaut euch das an, wie geil. Jetzt gibt's endlich Frühstück. Jetzt haben wir 3:30. Oh, Wahnsinn, ist das blöd. Und wo ich hier drauf sitze, da gibt's ein extra Video. Das verlinke ich hier auch oder unten in der Videobeschreibung. Schaut's mal da rein. Da zeige ich die besten Campingstühle oder die praktischsten für mich, die ich immer so dabei habe. Das halte ich nicht aus. Ich habe mich nach draußen bewegt. Das ist mir doch zu luftundurchlässig. Heftig, heftig. Ja, aber hier draußen kann ich besser essen. Das bin ich gewohnt und außerdem ist da frische Luft. Okay. Jawohl, jetzt geht was. Nicht so gut heute. Ziemlich bewölkt, aber jetzt tankt er schon ordentlich. Schauen wir mal eine kleine Campingplatzrunde, was hier so rumsteht. Hier eine riesen Wagenburg. Passt. So, hier kann man sich halt eine Kanufahrt buchen. Und darunter geht's dann Richtung Viechdach. Ja, es sind 3,5 Stunden, 4 Stunden, wo man da mit dem Kanu fährt eben. Und das ist der schwarze Regen. So, rein ins Wasser. Mal schauen, ob wir ein paar Fische jagen können. Boah. Steiniger Untergrund. So, das war eine schöne Abkühlung. Das hat sich auf jeden Fall rentiert. Jetzt schauen wir uns mal den Rest vom Campingplatz so an. So, das ist dann die andere Seite sozusagen, wo man eben ein paar Zellen buchen kann. Die kosten dann um einiges mehr, ich glaube 10 Euro mehr. Da kann man dann direkt an den Fluss, aber hier ist es nicht zu empfehlen, weil es brettert den ganzen Tag die Sonne voll hier drauf. Auf meiner Seite, da ist noch Schatten mit den Bäumen und so weiter, aber hier knallt den ganzen Tag voll runter. Ah, Zeltkollege, die Tesla, okay, muss man auch mögen. Auch mit Aufenthaltszelt macht definitiv Sinn. In Wagenburg. Tippi.
Und hier kann man perfekt zum Beispiel mit einem Schlauchboot oder so starten und darüber, wo ich jetzt vorhin gebadet habe, kurz wieder raussteigen. Das macht auch Mordspaß, viele machen das. Schicken wir mal unsere Spionkamera nach unten, wie es da aussieht. Ja, geil, habt ihr gesehen? Lauter Fischlis. Das war ja richtig cool, habe ich gar nicht damit gerechnet, weil von oben sieht man die absolut überhaupt nicht. So, hier ist dann der Eingang, davon da aus bin ich gekommen und da lang gefahren. Wenn man Dachzelt mal ausprobieren will, geht das auch. So, die Eisenbahnbrücke, das schaut ja wild aus hier. So alt. Na, der nächste Kollege. Das ist der kleine Badeweiher hier. Boah, Pissbrühe. Bisschen warm. Leg mir mal unsere Spycam rein. Ihr Dachzeltkollege. Jawohl, auch mit Solarpanel. Umziehen im Stehen, Mensch Meier. Was für ein Luxus. So, trockene Hose an. Das muss schon sein. Also jetzt werde ich mal oben die Liegefläche vom Dachzelt testen, ob die denn gerade genug ist. So, Schlappen aus. So Leute, so dunkel sieht das aus, wenn man mal in diesem Dachzelt drin ist und nichts offen ist. Und ja, die Temperatur ist angenehm. Ist so gemütlich, schaut es dann bei mir aus, wenn das Licht an ist in der Nacht. Lassen wir mal Luft rein hier. Ein bisschen grau aus draußen. Ja, und das ist der Ausblick jetzt hier. Geil, oder? Auf die gute Stube. Ah, auf damit. So. Das ist die andere Seite, wo das Bachal da ist. Das Kissen hier, das feiere ich total. Das ist so ein Memory-Kissen und das kannst du so ganz klein rollen. Ja, das ist echt sehr, sehr angenehm vom Liegen her. Oh. Kleines Upgrade hier mit Magnethaken, eine Schnur gespannt, ganz praktisch. Und hier meine Küchenrolle dran, da kannst du auch ein kleines Handtuch zum Trocknen aufhängen. Aber ich, Horst, habe das natürlich vergessen, ich habe kein Tuch dabei, aber jede Menge andere Tücher. Naja, blöd, ich habe mir das anders vorgestellt, aber ich habe es halt vergessen einfach. So, jetzt erstmal das klassische Gösser, Radler. Weg damit. Saß ich gerade in meinem Stuhl und habe am Weiten gesehen, da ist ein Pferdeanhänger. Und da hatte ich auch schon mal drüber nachgedacht, dass man das auch ausbauen kann. Und hier hat das tatsächlich jemand gemacht. Schaut mal, das ist ja voll wild. Schlafen oben. Und innen drin ist eine Leiter. Habe ich gesehen. Ich will jetzt da nicht zu nah rangehen, das macht man nicht, aber auf jeden Fall eine krasse Idee, genau. So, im Moment gibt's nichts wirklich Spannendes. Wir sehen uns später wieder. Erbaut und diente dazu, politische Theorien zu unterrichten. Das Gebäude ist wirklich eindrucksvoll. Wunderbar, jetzt geht's los. Ja, guten Morgen Leute, schon relativ spät. Heute Morgen hat mich die Sonne schon so wach gebrannt. Da bin ich nochmal eingeschlafen später, wo es dann ein bisschen kühler wurde oben. Unangenehm. Jetzt erstmal Kaffee, da läuft er schon. So, jetzt habe ich mich in Schale geworfen. Jetzt habe ich mal richtig Lust, mir einen schönen Spot zu suchen mit der Hängematte noch. Ist auch witzig, Freunde von mir sind gekommen mit dem roten Mobil. Da werde ich dann nachher nochmal einen trinken gehen. Das ist cool, die waren vor 2 Jahren schon mal da, wo ich das erste Mal hier war. Das hat mich sehr gefreut, ein mega Zufall, genau. Also, man sieht sich immer 2-mal im Leben.
alt und verrostet, aber scheint noch zu funktionieren. Ist festgekettet. Schaut euch das mal an. Ist das schön. Fast reingestürzt. Schön glitzige Angelegenheit hier. Nice, nice, schöner Spot. Schön kühl, angenehme Luft. Reden wir nicht lange rum, machen wir ein paar Stillshots. Deswegen gehe ich weiter. So, das ist richtig unangenehm mit den ganzen Mücken und deswegen gehe ich jetzt zurück und wir sehen uns am Campingplatz wieder. Boah, Leute, es ist viel zu heiß, hey. Ich habe geduscht, ich habe mich schon umgezogen, ich schwitze schon wieder und jetzt mache ich was voll krasses, nämlich genau nichts. 3 Uhr in der Früh, ob das mal gut geht. Ganz schönes Unwetter im Anmarsch. Ja, 3 Uhr morgens, heftiges Gewitter kommt und auch mit starkem Wind, schaukelt schon recht hier oben. Bisschen unangenehm, da kann man nicht so ruhig schlafen, wegen dem Gewackel halt. So, ich muss jetzt noch nass zusammenpacken, was ich am meisten hasse, aber so ist es eben. Ist jetzt gerade kurz vor 10 und dann fahre ich los zu mir in die Richtung. Da habe ich schon gesehen, da ist ein bisschen sonniger, dann spanne ich das Ding nochmal auf, dann trinke ich einen Kaffee, in der Zeit trocknet das Dingens und fertig die Sache. Und somit bin ich am Ende des Videos angekommen, ich hoffe, euch hat es ein bisschen gefallen. Gebt mir einen Daumen hoch, lasst ein Abo da, bis zum nächsten Mal, macht es gut, servus, ciao.